Ich möchte unsere Zuseher heute herzlichst begrüßen. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Langreiter Georg. Wir machen ab jetzt 14-tägig eine neue Kochsendung mit dem Titel Omas Kitchen on Fire. Das Ganze ist so geplant, dass wir zeigen, wie die alten Rezepte aus Omas Küche auch in Zeiten von einem Blackout jederzeit gemacht werden können. Zu diesem Zwecke haben wir einen Holzherd und auf dem werden wir kochen. Und heute haben wir vorbereitet für einen Jubiläumskuchen zu unserem Landesjubiläum 100 Jahre Burgenland. Und da werden wir jetzt starten. Als erstes machen wir mal drei Schichten mit einem Schnellbiskuit. Und jetzt fangen wir an. Schnellbiskuit ist ganz einfach und ganz schnell gemacht. Dazu brauchen wir mal ein paar Eier. Also 6 Eier trennen. Das Ganze ist nicht so genau und geht relativ schnell. Die Eier haben wir von unseren eigenen freilaufenden Hühnern. Ich habe bei mir hinterm Haus einen schönen Schuppen und da rennen die Hühner und die Enten frei um und um. Die haben da 800 Quadratmeter Grund und das ist für 6 Händeln eigentlich schon freilaufende Biohaltung, wie man heute so schön sagt. Da haben wir natürlich wirklich wunderschöne Eier. So, waren jetzt mal die 6 Eier. Den Schnee da mal relativ steif schlagen. Und da wir noch keinen Blackout haben, sind wir so frech und nehmen die Maschine dazu her. Normal müssen wir es mit der Hand schlagen. So, in die Dose, die haben wir auch schon mit drin. Da kommen dann 6 Liter Zucker. Also pro Ei jeweils 1 Liter Zucker und 1 Liter Mehl. Das ist dabei einmal so weit fertig. Und weil wir gesagt haben, wir machen einen Jubiläumskuchen, 100 Jahre Burgenland, werden wir den Teig entfernen. Und zwar haben wir da vorbereitet, weil es geht leider nicht anders, aus Zeitgründen. Wir haben Safran in Öl aufgelöst, mit dem Mörser fein gestoßen. Und das Safranöl, das geben wir jetzt da in den Teig ein. Ja, somit haben wir schon die goldene Farbe, also besser gesagt eine der Farben unseres Landes. Das rühren wir auch noch runter. So. Das Mehl ist noch nicht steif. Haben wir Zeit. Lassen wir mal schauen. Auf die Temperatur. Haben wir ein bisschen zu heiß. Weil das Ganze sollte dann ca. 15 Minuten bei 180 Grad gemacht werden. Dann haben wir da noch. Ich mache jetzt nicht die Probe, weil das schaut einmal furchtbar aus.
Aber ja, er ist steif. Er fällt nicht von selber aus, also er ist wirklich steif geworden. Das passt. So. So, das ist eigentlich die einfachste und schnellste Form von einem Biskuit. Da braucht man kein Backpulver und nichts. Einfach schnell runterkommen. Muss jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig glatt verrührt sein. Und in ein vorbereitetes Backpapier rein. Schön gleichmäßig verteilen. Und das mit in den Ofen. Kurz Zeit, da wir da mal kosten. Bin so frech. Wirklich gut. Gut, unser erster Teil vom Burgenlandkuchen war jetzt eine Viertelstunde im Rohr. Das heißt, jetzt holen wir Wasser. Schauen wir, wie da war das. Wunderbar. Aufdauer ist auch gewaltig. Und heiß ist auch. Dann werden wir das Ganze einfach stürzen. Und das Backpapier abziehen. Und da gibt es einen leichten Schnee fürs Backpapier abziehen. Das Ganze mit kaltem Wasser. Das ist die Bedeutung. Das Ganze aber ein bisschen mit kaltem Wasser fest machen. Dann geht das Ganze relativ leicht ab. Das wäre der erste Teil. Der zweite Teil ist wieder genau dasselbe Rezept. Also 6 Eier, 6 Löffel Zucker, 6 Löffel Mehl. Nur für den roten Boden, die rote Farbe in unserer Pfanne, haben wir vorbereitet einen roten Rübensaft. Den haben wir auch vorbereitet. Dazu werden rote Rüben entsaftet und eingedickt, damit das nicht zu dünn wird, sonst geht der Dorn nicht auf. Haben wir das Ganze ein bisschen reduziert und den werden wir jetzt machen, den zweiten Teil. Wie rot das Ganze wird. Jetzt. Darunter heben. Er ist wie immer sehr schön steif geworden. So steif, dass er nicht mehr rausgeht. So.
halbwegs gerade brechen. Und ab ins Rohr. So, der rote Teil von unserem Jubiläumskuchen ist jetzt auch fertig. Den werden wir auch gleich stürzen. Was? Sehr heiß. Da, sehr gut. Wieder ein bisschen wieder einen halben Tag kaltes Wasser drauf drin. Dann löst sich die Schere. So. Natürlich, wenn man da Lebensmittelfarbe hernimmt und keinen guten Rübensaft, dann wird es noch roter. Da kann man die Farbe noch intensiver gestalten. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen bei der Natur bleiben. Und jetzt geht es weiter, indem wir gehörend zum Bodenland einen fruchtbaren Ackerboden machen. Und den machen wir aus einer Walnussmasse. Ist im Prinzip genau dasselbe, nur nehmen wir statt 6 Löffel Mehl, nehmen wir 6 Löffel Walnüsse und nur einen Löffel Mehl. Nun gehen wir schauen. Und da sieht man auch, weil die Eier aus Weidenbau, da gibt es keinen größten Unterschied zwischen Mini und XL, wie man es im Geschäft kauft, sondern so wie es kommen, ob die gleich groß sind oder nicht, spielt im Prinzip keine Rolle, gut müssen sie. So, nicht aufknacken müssen sie es lassen. Da kommen wir wieder an die Maschine. So, einigen Zusehern wird auffallen sein, dass ich noch einen siebten Löffel Walnüsse dazugegeben habe. Aber ich denke mal, bei den guten Sachen vom eigenen Baum muss man nicht sparen. Ja, jetzt mischen wir das Ganze wieder zusammen. So, und wieder eine Viertelstunde ins Rohr. Gut, der dritte Teil vom Burgenlandkuchen ist im Rohr. In der Zwischenzeit machen wir jetzt die Füllung, weil irgendwie müssen wir die drei Schichten auch zusammenbringen. Und aus dem Grund machen wir eine Esterhazy-Creme. Ganz einfach, ganz eine normale Buttercreme mit 3 Eidotter, 250 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker und Vanillezucker, 300 ml Milch und der Puddingpulver. Gell? Nur in der originalen Esterhazy-Creme gehört noch Kirschlikör rein. Den machen wir nicht, den lassen wir weg, weil wir ja viele Kinder haben und Leute haben, die keinen Alkohol wollen.
dann machen wir es ohne Alkohol. Da fangen wir jetzt an. Nehmen wir mal 200 Milliliter von die 300, nehmen wir. Mit 150 Gramm Zucker und Vanillezucker. Das Ganze wichtig vorher aufrühren, bevor man es am Ofen stößt, weil sonst brennt der Zucker an. Und wird der vorher aufgelöst sein. So, jetzt gehen wir da in den Topf rein. Und gehen wir am Holz her. Bis das kocht. In der Zeit, bis das warm ist, nehmen wir 3 Eidotter, oder machen wir jetzt nur die Dotter und kein Eiklar. Das rühren wir mit der restlichen Milch und mit dem Puddingpulver, ganz ein konsequentliches Puddingpulver. Man könnte den Pudding auch komplett selber machen, aber das tut sich wirklich nicht aus. Jetzt brauche ich meinen Schneebesen, der ein bisschen auf Abwägen gegangen ist. Das Ganze ein bisschen glatten, sodass keine Klumpen drin sind. Und dann gehen wir zum Herd. So, sobald die Milch anfängt zum Kochen, rühren wir den ganzen Mix ein und lassen das einmal aufkochen. Das haben wir noch. Der Kuchen ist in der Zwischenzeit auch schon fertig. Den nehmen wir raus. Sehr heiß. So, wunderbar. Und unsere 3 Teile vom Kuchen. So, jetzt wird die Masse schon ganz schön dick, wie man sieht. Jetzt ist es richtig. Dann nehmen wir es gleich von der Hitze, dass wir ein bisschen noch rühren, dass es uns nicht anbrennt. Und jetzt können wir ein bisschen warten. Die ganze Masse muss kalt gestellt werden, muss richtig kalt sein und dann machen wir die Buttercreme, also die Estasecreme raus. Unsere Kuchenstickerl haben wir jetzt in die große Form geschnitten. Jetzt gehen wir zur Fülle, zu unserer Estasecreme. Dazu müssen wir 250 Gramm Butter, so zimmerwarme Butter, schaumig drin, und die Puddingmasse, was wir vorher gemacht haben, löffelweise einrühren. Und das machen wir jetzt. Da werden wir jetzt mal die Maschine starten. Jetzt wird es wieder laut. Also wir haben jetzt den schaumig drin, das brauchen wir wieder. So.
So, das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir da eine wunderbare cremige Fülle. Gell? So richtig eine sozusagen alkoholfreie Esterhazy-Creme. Schaut mal. Wirklich cremig. Gell? Die werden wir jetzt ganz kurz kalten. Braucht man eigentlich nicht, sehr gut, weil die eh wunderbar kalt ist. Können wir eigentlich schon unseren Kuchen zusammenbauen. Eine Schicht Creme auf dem Walnussboden. Ups, ein bisschen was. So, dann nehmen wir zuerst den gelben Boden. Ups, so fluffig. Sind wir gleich groß, müssen wir schön draufsetzen. Wieder eine Schicht Creme. Nicht zu dick die Creme, gell, so 2, 3, 4 mm. Wo man es gerne ein bisschen üppiger hat, kann man es ein bisschen dick aufstreichen. Aber jetzt nach dem Feiertag, glaube ich, ist es besser, wenn man es nicht ganz so dick aufstreichen. So. War es eigentlich schon. Jetzt setzen wir den roten Deckel drauf. Gell? Da ein bisschen die Creme weg, was übersteht. Und da habe ich eine Schablone vorbereitet. Gell? Damit man auch das Jubiläum sieht. Werden wir die Schablone drauflegen und mit Staubzucker bestreuen. Passt jetzt zur Winterzeit gut. Vorsichtig abnehmen. So, und da haben wir jetzt unseren 100 Jahre Burgenland Jubiläumskuchen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, beim Nachmachen, wann wer will. Ja? Genaue Rezepte sind bei uns zu erfahren. Wenn wer braucht, aber ich glaube, also Schnellbiskuitmasse ist eigentlich eh nichts dabei. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und einen guten Appetit!